Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Hey Leute, willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ja, ich hab's euch versprochen und hier, wie im letzten Video erwähnt, meine absolut schwierigste Entscheidung in dem gesamten Spiel. Chloe. Das Treffen mit Kamski. Wir werden es jetzt noch einmal spielen. Ich glaube, wir hatten hier am Anfang, ja, wir hatten am Anfang anderen Startpunkt, in dem Connor nicht gestorben ist in Staatsfeind. Das können wir jetzt so nicht auch noch machen. Weswegen jetzt einfach nochmal reingehen. Wir brauchen jetzt hier eigentlich nicht so gründlich zu sein, denn wir wissen ja schon alles. Und es geht los. Wir wollen wieder nicht speichern, denn meine Story an sich ist beendet. Ob ich nochmal komplett durchspiele, in komplett böse, kann ich jetzt noch nicht sagen. Es fällt mir echt schwer, mich nochmal komplett alles, also mit allen drei Charakteren sozusagen, die böse Seite. Das heißt wirklich mit Connor, ich bin ein Android und aus. Dann wäre das mit Markus der gewalttätige Weg und bei Alice... Auch nur sehr ich-bezogen. Es geht dann weniger um... Ach, bei Kara geht es dann weniger um Alice. Da ist dann Alice sozusagen. Du bist mir egal. So. Ich denke, ich werde dann das Ganze hier einmal vorspulen. Bis zu der Entscheidung. Wir sehen uns gleich. Mein Vorgänger ist unglücklicherweise zerstört worden. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Du bist in meinen Armen gestorben. Und jetzt bist du wieder hier, als wäre gar nichts passiert. Leck mich. Ich habe ein mieses Gefühl, Lieutenant. Wir sollten nicht hier sein. Mieses Gefühl, hä? Lass dein Programm überprüfen. Ist vielleicht defekt. Ja, ist schon heftig hier. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamski. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Hübsches Mädchen. Ein RT600. Amanda. Bestand als erster Cyberlife-Android den Turing-Test. Den ganzen Technik-Scheiß kannst du dir schenken. Sie ist hübsch. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Ich sage es Ihnen danach. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Elijah empfängt sie jetzt. Mr. Kamski? Einen Moment bitte. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Abweichung verbreitet sich wie eine Art Virus. Wir dachten, Sie wüssten etwas darüber. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Okay, dann jetzt... Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du... Was möchtest du wirklich? Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe? Ja, Leute. Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Das sind wir jetzt. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Ich mag diese Situation gar nicht. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamski-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ja. Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder in Ihren Wohl. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen. Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Leute, da sind wir wieder. Schießen oder nicht schießen, das ist heute keine Frage, denn es fällt mir trotzdem schwer, jetzt da drauf zu drücken, aber leb wohl, Chloe. Scheiße! Test negativ. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Ich stehe zu meinem Wort. Stell eine Frage. Ich sag dir, was ich weiß. Ich will wissen, wer RA9 ist. RA9. Oh ja, wer oder was? Der erste Android, der erwachte. Ein seltsames Phänomen wie eine spontane Religion. Ich weiß nicht, wer RA9 ist. Ich weiß nicht mal, ob er existiert. Vielleicht ist er ein Messias, vielleicht nur ein Mythos. Aber Abweichler müssen an etwas Übergeordnetes glauben, auch wenn das irrational ist. Das haben sie übrigens mit den Menschen gemeinsam. Eine interessante Frage, Connor. Aber vielleicht nicht die, die du stellen musstest. Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deinen Schöpfer stellen? Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Was ist schlimmer, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Ich muss sagen, ich will jetzt noch wissen, was passiert, wenn ich die anderen Fragen stelle. Verdammt nochmal. Das war kein Mädchen, Lieutenant. Das war eine Maschine, die aussah wie eins. Du hast einfach abgedrückt und ihr das Scheißhirn weggepustet. Ich tat, was ich tun musste, um die Untersuchung voranzubringen. Und ich würde es wieder tun. Du bist Abschaum. Du fühlst gar nichts, oder? Eine Maschine, das bist du. Bloß eine beschissene Maschine. Natürlich bin ich eine Maschine, Lieutenant. Was haben Sie denn angenommen? Ich dachte, du... Wow. Ich dachte... Das ist jetzt echt heftig. Wow. Okay, ich muss sagen, wow. Das hier am Schluss, wie enttäuscht Hank tatsächlich ist, das ist heftig. Aber wir werden jetzt gleich nochmal zu derselben Stelle springen, nämlich hier, wo Kamski bereit ist, uns eine Frage zu beantworten. Und ich spiele euch dann hier nochmal schnell die anderen beiden Antwortmöglichkeiten ein. Also, wir sehen uns gleich wieder. Den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Scheiße! Test negativ. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Ich stehe zu meinem Wort. Stell eine Frage. Ich sag dir, was ich weiß. Ja. Wir fragen ihn dieses Mal die Position Jericho. Wissen, wo Jericho ist. Jericho. Ein Ort, an dem Androiden frei sind. Ein Ort für Abweichler, die sich gegen ihre Schöpfer stellen. Sie übertragen anderen einen Code, damit die Jericho finden können. Jetzt hast du den Schlüssel. Ferndale Station ist die Tür. Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Ich möchte nicht in deine Haut stecken. So einfach? Boah, wenn ich dann denke, wie lange wir in der Polizeistation gebraucht haben, mit Austüfteln und Rummachen und Täuschungsmanöver, bis wir Jericho gefunden haben. Übrigens. Und er hat sie jetzt hier, er hat es bei Kamski einfach bekommen. Man kann nie wissen. Er hat bei Kamski einfach den Schlüssel bekommen, um nach Jericho zu gehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast sie erschossen, verdammt nochmal. Das war kein Mädchen, Luke. Ja. Wir haben nach Jericho gefragt, haben den Code bekommen und das war dann das Ende. Weil den Rest haben wir ja schon gesehen. Übel. Echt, echt übel. Wir haben es mal wieder nicht gespeichert. Ja, ihr wollt es. Hier habt ihr das andere Ende. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich nicht geschossen habe in meinem Let's Play. Aber es war schon eine Nummer für sich. Ja, mal gucken, was ich als nächstes spiele. Ich werde nochmal die Kommentare durchforsten, um zu sehen, was ihr nochmal sehen wollt. Und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, ciao!